Vor etwa 30 Jahren hat mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der anderen sozialistischen Staaten nicht nur das politische System mit dem Namen Sozialismus einen historischen Rückschlag erlebt, sondern vor allem auch das ökonomische System der Zentralplan. Also Leute, herzlich willkommen zum heutigen Reaction-Video. Ich habe mit einem Sozialisten bei Instagram diskutiert und er hat mir hier so ein Video geschickt von dem Kanal Feine Welt, wie der Sozialismus heute funktionieren könnte. Und ich dachte mir, ja okay, ich bin ja nicht der Meinung, dass Sozialismus funktioniert, aber da habe ich das auch mal hinter mir abgearbeitet. Wir schauen mal rein, was er uns denn jetzt erzählt, wie wir den digitalen Sozialismus durchziehen können. Ich will gar nicht so viel reden. Das war nicht nur für die Menschen schade, die sich mit diesem System versucht haben, vor den Exzessen des Kapitals zu schützen, sondern auch für die Menschen, die im eigenen kapitalistischen Land versuchten, über Alternativen nachzudenken. Schließlich schien die zentrale Planung eine Zeit lang als die einzige mögliche Alternative zu einem wirtschaftlichen System, in dem das Kapital die erste Geige spielt. Spätestens in den 90er Jahren sahen dann selbst die glühendsten VerteidigerInnen dieses Systems ein, dass die zentrale Steuerung der Wirtschaft weder eine nachhaltige noch eine überzeugende Alternative zum Kapitalismus darstellt. Leider hatten sie bloß keine Alternative parat. Seitdem befindet sich die Linke in der Defensive. Doch das muss nicht sein. Der Ökonom Daniel E. Saros hat bereits vor 6 Jahren ein bemerkenswert unterschätztes Buch mit dem Titel Information Technology and Socialist Construction – The End of Capital and the Transition to Socialism herausgebracht. In diesem untersucht er, wie eine Wirtschaft nach dem Kapitalismus aussehen kann und aussehen muss. Während Marx die Grundlagen untersucht hat, auf denen das System des Kapitalismus immer basiert und die Regeln analysiert hat, denen das System nicht entkommen kann, versucht Saros, die Regeln auszumachen, denen ein sozialistisches Wirtschaften folgen muss. Genau das wollen auch wir uns in diesem Video anschauen. Denn es ist Zeit, dass wir die Zeichen der Zeit erkennen und die Fülle an Technologien nicht nur nutzen, um uns gegenseitig besser auszubeuten, sondern um eine gerechtere Gesellschaft zu schaffen, in der wir der Wirtschaft nicht mehr völlig ausgeliefert sind. Daniel E. Saros zeigt auf, wie das gehen kann und wie eine Gesellschaft aussehen könnte, die das private Eigentum an Produktionsmitteln und die Abhängigkeit vom Markt abgeschafft hat. Und damit herzlich willkommen zu Feine Welt. Wie hat Marx damals seine Analyse des Kapitalismus begonnen? Er analysierte, dass sich der Kapitalismus als, Zitat, ungeheure Warensammlung zeigt. Anschließend zeigte er, dass jede Ware einen zweifachen Wert besitzt. Den Gebrauchswert, also dass ich ein Brot zum Beispiel essen kann, sowie den Tauschwert, also dass der Bäcker das Brot für 3 Euro verkaufen kann. Im Zuge seiner Analyse zeigt Marx dann, dass das Entscheidende für die kapitalistische Produktionsweise nicht der Gebrauchswert ist, sondern der Tauschwert voll und ganz im Mittelpunkt steht. Anders gesagt, die Dinge werden produziert, egal ob wir sie brauchen, solange irgendjemand für sie bezahlen möchte. Also wir produzieren einfach Dinge, die keiner braucht, weil jemand dafür Geld bezahlen will. Macht keinen Sinn, oder? Also klar, es gibt Leute, die kaufen Sachen, die sie nicht brauchen, aber die sie halt wollen. Und naja, die allermeisten Leute kaufen in den allermeisten Fällen halt Sachen, die sie brauchen. Wer hätte es gedacht, oder? In der sozialistischen Wirtschaftsweise dürfen die Gegenstände mit Gebrauchswert nun nicht zwingend einen Tauschwert haben. Sie wären damit dann auch keine Waren mehr. Beides setzt voraus, dass es keinen Warentausch mehr auf dem Markt gibt. Das schließlich setzt voraus, dass die Menschen ein sehr fortgeschrittenes Bewusstsein ihrer sozialen Lage und ihrer sozialen Bedingungen haben. Denn wenn die Menschen nicht von selbst aufhören, ihre Waren auf dem Markt anzubieten, muss es mit Gewalt geschehen, was voraussichtlich wenig nachhaltig wäre. Wenn die Menschen jedoch keinen Bedarf mehr haben, ihre Waren auf dem Markt zu kaufen und zu verkaufen, muss es einen anderen Weg geben, um ihre Bedürfnisse zu stillen. Stellen wir uns dazu einmal eine Zeitleiste vor.
an deren Beginn ein Bedürfnis steht, etwa, dass ich gerne ein neues Handy hätte. Die Frage ist nun, durch welche Schritte unsere Produktionsweise gehen müsste, um schließlich bei der Befriedigung dieses Bedürfnisses, also dem Besitz eines neuen Handys, anzukommen. Saras schlägt dazu zunächst vor, dass jedes Individuum eine einzigartige Identifikationsnummer zugeordnet bekommt. Ein bisschen wie die Steuer-ID. Und über diese Nummer dann ein Profil erstellen kann, auf dem es seine Bedürfnisse kundtut. Mit diesem Profil hat wiederum jeder Zugriff auf ein Gesamtverzeichnis aller Gebrauchswerte und kann sich aus diesem Katalog einfach aussuchen, was er braucht. Meint er das ernst? Letzten Endes ein bisschen wie Amazon. Nur. Ja. Ist eigentlich wie Amazon, ne? Mit deiner Umsatzsteuernummer und deinem biometrischen Pass und so, aber eigentlich ist es wie Amazon, ja. Nur, dass man im Warenkorb noch einmal priorisiert, wie wichtig einem die einzelnen Gebrauchswerte sind. So einfach kann es manchmal sein. Danke, Amazon! Die Antwort, was produziert werden muss, wurde also nun beantwortet, nämlich indem zu Beginn eine vorgeschriebene Registrierungsphase seiner Wünsche steht. Aber wie werden... Guten Tag, ich möchte gerne meinen Hunger für morgen früh, morgen Mittag und morgen Abend anmelden. Und außerdem habe ich ein Bedürfnis nach dem Auto, das ist aber nicht so wichtig, deshalb könnt ihr mich auch ruhig für ein paar Jahre auf die Warteliste packen. Und ich würde irgendwann mal auch in den anderen Republiken Urlaub machen, wenn es in Ordnung ist, aber nur wenn es wirklich, wenn ich niemandem was wegnehme. Ja, lang lebe die Partei. In einer sozialistischen Gesellschaft, die Gebrauchswerte, die man sich wünscht, auch wirklich produziert. Die Produktion sollte, wenn sie nicht hinter kapitalistische Standards fallen möchte, weiterhin aufgeteilt sein auf verschiedene Menschen und Maschinen. Was genau produziert und vor allem auch im Gesamtverzeichnis angeboten wird, entscheiden in letzter Instanz die ArbeiterInnen selbst. Inwiefern dies unternehmensintern dann entschieden wird, ist unerheblich. Es könnte zum Beispiel konsensual entschieden werden oder die Entscheidung über ein Wahl... Also, okay, wir machen in meiner Stadt eine Abstimmung. Ich sage, ich will einen Apfel haben. 99 Leute sagen nein und ich kriege keinen Apfel. Cool. Das ist doch genial. Das ist super. ...System delegiert wird. Mit diesen Kleinigkeiten werden sich die Menschen letzten Endes selbst herumschlagen müssen. Nachdem jedoch entschieden wurde, welche Gebrauchswerte in einer gewissen Zeitspanne im Gesamtverzeichnis angeboten werden sollen und dies auch geschehen ist, erhält die Kooperative eine gewisse Zahl von Punkten, die Kooperative, mit denen sie die notwendigen Materialien zur Herstellung beziehen und zum Beispiel den Transport des, hat er gerade Punkte gesagt, anvisierten Gebrauchswertes bezahlen kann. Ihre eigenen Materialien kann sie ebenfalls in dem Gesamtverzeichnis aller Güter beziehen. Es gäbe dann quasi ein Verzeichnis für private KäuferInnen und ein paralleles Verzeichnis für die Kooperative. Wie bei einer Amazon. Doch was passiert bei den Kooperativen, die die natürlichen Ressourcen extrahieren? Hier schlägt Saras vor, dass sie nicht unendlich viele Ressourcen erschließen dürfen, sondern ein Rat aus WissenschaftlerInnen für jede Region eine Grenze auferlegt, die eingehalten werden muss, um die zukünftige Existenz dieser Ressourcen und der Erde überhaupt zu sichern. Die Existenz dieses Rates erhält eine besondere Position in der künftigen Gesellschaft. Das heißt, die notwendigen Ressourcen, die er zu seiner Arbeit braucht, haben immer eine höhere Priorität als die von Privatpersonen oder anderer Kooperativen. Die einzige Instanz, die von der Priorität noch über ihm steht, ist die Aufrechterhaltung des Systems als Ganzen. Aber zurück zur Produktion. Das ist halt einfach literally Farm der Tiere. Gutes Buch, blende ich mal ein. Könnt ihr auch lesen. Ja, also die Partei braucht halt jetzt was Nices zu essen. Und dann dürfen noch die Fabrikleiterinnen da auch das anmelden. Ja, und irgendwann kommt dann der einfache, aber wir haben eine klassenlose Gesellschaft, aber das System muss aufrechterhalten werden.
Es ist doch unglaublich, dass der nicht merkt, was es einfach für ein Schmarrn ist. Also ich habe jetzt 9 Minuten und der Typ schlägt einfach eine Technokratie vor mit seinem zentralen Verzeichnis da, wo man seine Bedürfnisse anmeldet. Digga, wie krank ist das denn? Die Kooperative weiß also nun, wie viel sie von etwas herstellen muss und hat entsprechend viele Punkte erhalten, mit denen sie den Zugang zu den notwendigen Produktionsmitteln bekommen konnte. Doch wie verteilt sich die Arbeit in der Produktion? Saras schlägt hier ein System vor, in dem man sich, genau wie heute, auf die entsprechenden Positionen in einer Kooperative bewerben kann. Ein demokratisch gewähltes Personalkomitee entscheidet dann anhand der Fähigkeiten jedes Einzelnen und der notwendigen zu leistenden Arbeit, ob man die Stelle bekommt oder nicht. Jedoch betritt man im Falle einer Zusage kein Abhängigkeitsverhältnis zur Unternehmensbesitzerin, wie es aktuell der Fall ist. Sondern eine Abhängigkeit zum Staat. Cool. Ey, danke für das Upgrade. Dieses Abhängigkeitsverhältnis entsteht ja, weil im Mittelpunkt unseres Rechtssystems das Recht auf privates Eigentum steht. Stattdessen setzt Saras nun eine Art Sorgerecht. Bekommt man die Stelle und damit den Zugang zu einer Arbeiterinnenkooperative, bekommt man das Recht und die Pflicht, in der Verwaltung dieser Kooperative mitzuwirken, einen Lohn zu erhalten, sowie die Ressourcen der Kooperative gegen Außenstehende zu schützen. Wir befinden uns also nun am Ende der Beschaffungsphase der Produktionsmittel. Und unsere Kooperative hat alle Maschinen und ArbeiterInnen zur Verfügung, um die Gebrauchswerte zu produzieren, die sie angekündigt hat. Anschließend werden diese Gebrauchswerte produziert und entweder direkt vertrieben oder an VertriebspartnerInnen transportiert. Wir gehen also nun über zur Erwerbsphase, in der alle Menschen die Gebrauchswerte auch wirklich kaufen können. Dabei können sie natürlich auch davon abweichen, was sie in der Registrierungsphase angekündigt haben. Danke. Gott sei Dank. Ich darf abweichen von meinen angemeldeten Bedürfnissen. Gott sei Dank. Bleiben Sie jedoch dabei, erhalten Sie in Saras Konzept Bonuspunkte. Man wird also belohnt, wenn man vorher ordentlich geplant hat und alle Gebrauchswerte bereits angeben konnte. Außerdem gibt es Bonuspunkte, wenn man von Anfang an weniger Gebrauchswerte als seine Bedürfnisse angibt und auch wirklich erwirbt. Man wird also für Sparsamkeit und für vorausschauendes Handeln belohnt. Grundsätzlich könnte es natürlich auch andere Verhaltensweisen geben, die man belohnen möchte. Der Unterschied zur kapitalistischen Wirtschaftsweise ist also, dass nicht die Unternehmen und das Angebot unsere Bedürfnisse bestimmen, sondern wir demokratisch entscheiden, wie wir mittelfristig unsere Bedürfnisse ändern möchten. Nun sind wir einmal durch unseren Kreislauf hindurch. Ja, genau, ich gehe in den Supermarkt und der bestimmt dann, was ich kaufe. Und der hat auch bestimmt, dass ich da reingehe. Die 5 Phasen, die Satan, die Saras in seinem Vorschlag ausmacht, wären dabei natürlich keine strikt voneinander getrennten Zeitabschnitte, sondern beschreiben die verschiedenen Phasen, durch die man der Idee nachgeht, wenn man vom menschlichen Bedürfnis ausgeht und die Befriedigung dieses menschlichen Bedürfnisses an das Ende des Prozesses setzt. Jetzt kennen wir zwar diese grundsätzlichen Schritte der sozialistischen Produktionsweise, haben jedoch eine der wichtigsten Fragen noch nicht behandelt. Woher kommen die Punkte, mit denen wir Gebrauchswerte erwerben können? Gibt es letzten Endes etwa doch einfach Lohnarbeit unter etwas veränderten Zeichen? Saras schlägt zuerst einmal vor, dass jede Person, die mit der allgemeinen Schulausbildung fertig ist, 1 Jahr lang ein Grundeinkommen hat. Wenn sie innerhalb dieses Jahres eine Ausbildung beginnt oder nützliche Arbeit außerhalb von Kooperativen leistet. Anschließend übernehmen die Kooperativen die Zahlung des Einkommens, und zwar erst einmal auf dem Niveau dieses Grundeinkommens. Um ArbeiterInnen anzuregen, möglichst lange in einem Berufsfeld zu verweilen, sollte sich das erhaltene Einkommen jedes Jahr, in dem man in einem Berufsfeld bleibt, erhöhen. Wechselt man hingegen die Branche noch einmal, startet man wieder bei dem Grundeinkommen, mit dem alle einmal angefangen. Das ist richtig dämlich.
Weil, also gut, ne, das ganze Ding ist halt ziemlich hohl, aber jetzt dieses Beispiel, also ich erhalte dann ein Grundeinkommen, habe ich ein Video zu gemacht, kompletter Müll, bis komplett vom Staat abhängig, zentrale Planung, die können einfach Menschen ja ausknipsen, wenn sie wollen. Die sperren einfach das Grundeinkommen, wenn er sich gegen die Partei äußert. Und jetzt in diesem Beispiel, also wir nehmen an, dann bin ich jetzt Supermarktmitarbeiter und mit jedem Jahr länger, dass ich Supermarktmitarbeiter bin, kriege ich dann mehr Punkte. Ich kriege dann immer sozusagen eine Gehaltserhöhung, weil ich in dem Job bleibe. Im kapitalistischen System steigt mein Gehalt eigentlich auch, wenn ich länger im Job bin, weil ich dann mehr Erfahrung habe. Im Normalfall ist natürlich nicht in jedem Job so. So, und in seinem Beispiel ist jetzt ganz einfach das Problem, dass ja nicht Angebot und Nachfrage mein Gehalt bestimmen, sondern weil ich in diesem Job drinne bleibe. Und wenn jetzt die selbstzahlenden Kassen kommen, und mein Job useless wäre im Kapitalismus, dann müsste ich ja den Job wechseln, um halt mehr Gehalt zu kriegen oder dasselbe Gehalt. Weil für meinen Job halt die Nachfrage fällt. Es gibt die selbstzahlenden Kassen und da muss ich halt woanders hingehen. Das heißt, im Kapitalismus oder in der Marktwirtschaft werden die Arbeitskräfte immer an die Plätze ja verwiesen, wo sie der Gesellschaft am meisten bringen. Also das heißt, ganz platt gesagt, im freien Markt die Jobs, die das meiste, ja, also das meiste Gehalt bekommen, die sind dann auch wichtiger. Also, weiß ich nicht, ein Pilot ist wichtiger als eine Putzfrau. Ja, sonst würde der nicht höher bezahlt werden. Also das, was der macht, das hat mehr Relevanz für die Gesellschaft und wie alles funktioniert. Und das Problem ist, dass, also jetzt in hier, was er gesagt hat im in seinem sozialistischen System, dass eben dann der Anreiz zu wechseln kaputt gemacht wird, weil wenn ich wechsle, fange ich ja wieder bei meinem ersten Grundeinkommen an und da könnte ich ja lieber noch 6, 7 Jahre Kassierer machen, auch wenn der Kapitalismus diese Arbeitsstelle schon längst rationalisiert hätte, was gut ist, weil es dann maschinell wäre und dann wäre es für alle Supermarktkunden billiger gewesen. Und damit killen die Innovation, weil die Leute halt nicht dann sagen, also jetzt gibt es hier irgendeinen neuen Job, IT oder was auch immer, und der wird krass bezahlt, ich kann das lernen, gut, dann gehe ich dahin. Das bringt der Gesellschaft am meisten, ja, dann scheiß auf Kassierer, das machen dann die selbstzahlenden Kassen und damit killen die Innovation. Wenn eine Arbeiterin die Branche hingegen aus Gründen wechseln muss, die nicht in ihrer Macht stehen, kann sie dies auch ohne Einkommenseinbußen tun. Okay, ja, da hat er das genannt, aber selbst wenn ich keine Einkommenseinbuße habe, also jetzt sogar nehmen wir mal an, wie auch immer, wird dann im Sozialismus mein Kassiererjob wegrationalisiert und dann komme ich in einen anderen Job und da verdiene ich dann dasselbe. Also ich habe 6 Jahre Kassierer gemacht, dann kriege ich da dann das Gehalt dann weiter, das gelevelte Gehalt sozusagen. Wenn Jobs nicht nach Angebot und Nachfrage bezahlt werden, dann gibt es immer automatisch Verschwendung. Das haben wir oft gesehen, wo es Preiskontrollen gab. Also in der DDR gab es ja zum Beispiel offiziell keine Arbeitslosigkeit und deshalb gab es da teilweise in kleinen Mini-Restaurants 3 Kellner, die standen den ganzen Tag nur rum. Oder in Behörden ja, ist diese Planwirtschaft auch nicht so erfolgreich. Man hat zu viele oder zu wenig. Ja, Polizisten haben wir zu wenige. In Verwaltungen haben wir oft zu viele. Ja, die chillen da rum und machen gar nichts. Wenn es also einen Strukturwandel in meiner Branche gibt und es Okay. keinen Bedarf mehr an meiner Arbeit gibt, dann kann ich mich umschulen lassen und in einer anderen Tätigkeit beginnen, ohne gleich auf das Grundeinkommen zurückzufallen. Das passiert nur, wenn ich mich freiwillig entscheide, den Beruf zu wechseln. So werden die Interessen der Gesellschaft, nämlich möglichst erfahrene Menschen in der Wirtschaft arbeiten zu lassen, abgewogen mit den Interessen der Individuen, nämlich möglichst frei zwischen Berufen wechseln zu können. Wir sehen also an diesem Prinzip auch, dass die Kooperativen relativ wenig Verfügungsgewalt über die Einkommen der ArbeiterInnen haben. Ja, sie können die Einkommen halt nicht direkt beeinflussen, aber ob ein Einkommen gezahlt wird im Prinzip. Also das ist ja eigentlich das Hauptproblem beim Grundeinkommen. Dass, wenn ich mich halt gegen die Partei äußere oder so. Also ich würde zum Beispiel kein Grundeinkommen bekommen, ne? Ist ja logisch. Und ja, da hast du halt wirklich das Tutorial für den totalitären Überwachungsstaat, ne? Sie können schließlich nichts an dem jährlichen Einkommen ändern.
lediglich durch die Entscheidung, dass bestimmte ArbeiterInnen mehr oder weniger Stunden arbeiten müssen, können sie de facto den Stundenlohn verändern. Das Einkommen wird dabei täglich elektronisch an die ArbeiterInnen übertragen, nachdem bestätigt wurde, dass sie ihre Arbeit auch wirklich geleistet hat. Unterschiede im Einkommen pro Stunde, die sich dann an kürzerer Arbeitszeit zeigen, können entstehen, indem von entsprechenden Instanzen innerhalb der Kooperative festgestellt wurde, dass jemand im Vergleich zu KollegInnen besonders gut arbeitet oder dass sein Beruf besonders anstrengend, schwierig oder auch gefährlich ist. Mit ihren Punkten, die sie in Form von Einkommen über Arbeit oder über die Bonuspunkte erhalten haben, können die Menschen dann in der Erwerbsphase die Gebrauchswerte kaufen, die sie wollen. Also erst war es, jeder kriegt dasselbe, dann jetzt doch, wenn einer besser arbeitet als ein anderer, dann kann die Kooperative entscheiden, dass der dann mehr Gehalt bekommt, aber das läuft halt, also entweder wird es dann halt so ein Abklatsch von, ja, wer am härtesten arbeitet, kriegt das meiste Geld, oder es wird halt ein, also das wird es wahrscheinlich eher im Sozialismus, ja, ich kenne jemanden bei der Kooperative, der sagt dann, ich bin ein krasser Kassierer und dann kriege ich auf einmal mehr Geld, weil ich halt Connection habe in den Staat rein. Das ist eigentlich so der Sozialismus-Klassiker und ja, der Otto Normal wird halt hops genommen, der normale Bauarbeiter, der normale Bäcker und so weiter und so fort. Es gibt jedoch, wie wir gesehen haben, entsprechende Anregungen, die Gebrauchswerte zu kaufen, für die sie vorher auch einen Wunsch registriert haben. Natürlich muss es dann aber auch Preise geben, mit denen diese Gebrauchswerte ausgezeichnet werden. Diese Preise legen entsprechende Instanzen innerhalb der Kooperativen fest. Preiskontrollen sind Bullshit und funktionieren nicht. Wie kann man das denn nicht verstehen, ne? Oh mein Gott, ja, er sagte am Anfang in den ersten Minuten, ja, Planwirtschaft hat irgendwie nicht funktioniert, ja, gab immer ein paar Millionen Tote, voll viele verhungert, alles irgendwie nicht so toll. Ja, wir machen einfach Preiskontrollen. Ja, warum nicht? Sie sind dabei jedoch nicht gelenkt von dem Wunsch nach möglichst hohem Profit, sondern von dem Ziel, alle hergestellten Gebrauchswerte auch loszuwerden. Nähert sich der Preis am Ende der Erwerbsphase? Die Trabis wurden alle verkauft. War ein Erfolg. Dann manchmal nahezu nichts, ist es kein Problem, solange die Gebrauchswerte eine Abnehmerin finden. Doch warum sind die Punkte, die jemand ausgibt, um einen Gebrauchswert zu kaufen, denn dann nicht letztlich doch eine Währung? Die Punkte sind keine Währung, weil sie nach dem Kauf bei niemandem landen. Sie werden zwar aufgezeichnet und landen somit als Information im System, sie gehen jedoch nicht an die Kooperative, die die Gebrauchswerte verkauft hat. Die Punkte sind keine Währung. Niemand kann aus ihnen Kapital schlagen. Sie sind stattdessen lediglich die Träger von Informationen. Informationen über die Arbeit, die jemand leistet, über die Bedürfnisse der Menschen, über die vorhandenen Gebrauchswerte und so weiter. Insofern können wir davon sprechen, dass nicht nur das Kapital abgeschafft sein würde, sondern auch das Geld in seiner heutigen Form. Denn die Punkte würden anders als das heutige Geld nicht durch die Wirtschaft frei zirkulieren und könnten somit in keiner Form bestimmen, was produziert wird. Das entscheiden schließlich die Menschen mit der Mitteilung ihrer Bedürfnisse. Und so würden alle Bedürfnisse befriedigt werden und jeder hätte dennoch genügend Anreize, um seinen Beitrag zur Produktion oder zur sonstigen Organisation der Gesellschaft zu leisten. Ja, alle Bedürfnisse werden befriedigt. Naja, Freiheit jetzt nicht so wirklich. Oder ja, ich muss den mal fragen, ob ich in diesem Bedürfniskatalog mir auch einen Ferrari anmelden kann oder so. Wahrscheinlich steht dann so Wartezeit 6000 Jahre oder so. Oh mein Gott, ey. Und das ist ein erwachsener Mensch, ey. Unfassbar. Wir leben zurzeit in einem System, in dem unsere Bedürfnisse zwar in den meisten Fällen irgendwie befriedigt werden, das jedoch nur ein Nebenprodukt der Entstehung von Profit ist. Das ist falsch. Weil du kannst keinen, also in der Privatwirtschaft, kannst du keinen Profit erzielen,
ohne Bedürfnisse zu befriedigen. Also, ein Beispiel. Ich kaufe mir Orangen für, weiß ich nicht, 20 Cent das Stück oder so. Und dann will ich diese Orangen verkaufen für 50 Cent das Stück. So, und das ist nicht irgendwie, ja, ich mache dann Profit und nebenbei werden Bedürfnisse befriedigt, sondern ich muss jemanden finden, der diese Orangen haben will. Darum geht es. Das ist das Bedürfnis. Und nur wenn ich jemanden finde, der Orangen haben will und 50 Cent dafür bezahlen will, also dann halt nicht am Supermarkt, sondern was weiß ich, irgendwie im Schwimmbad oder so verkaufe ich die dann, weil das halt Aufwand ist, das da hinzutragen und da gibt es halt weniger Orangen und so. Und dann muss ich die dort verkaufen und dann befriedige ich ein Bedürfnis und das ist dann mein Profit, ja, sozusagen, dieser Tausch. Und dadurch, dass, also er auch sagt, keine frei zirkulierende Währung, sondern, das ist, glaube ich, von Franz Hörmann das Modell mit diesem Informationsgeld, ich kriege Punkte, dann gebe ich die, also melde ich da im Katalog an, was ich haben will, ich will ein Auto, ich will was zu trinken, was zu essen, Haus und, weiß nicht, Möbel oder so. Und dann werden diese Punkte verbrannt, sozusagen. Und dann muss ich wieder neue verdienen. Und wenn ich keine frei zirkulierende Währung habe, also dass die Menschen untereinander handeln können, das können sie nicht, dann wird die Wirtschaftsleistung, keine Ahnung, wie krank fallen, aber also der Hunger und so würde in Europa auf jeden Fall zurückkommen. Und das andere Problem, was ich dann habe, ich kann nicht sparen für schlechte Zeiten. Ja, und es wird dann halt eine Tauschwirtschaft geben untereinander. Oder du hast so einen kranken Überwachungsstaat, dass es halt nicht geht. Aber dann ja, wird halt die Wirtschaftsleistung übertrieben fallen. Überlegt euch mal. Dann gibt es noch eBay-Kleinanzeigen, aber nur noch mit Tausch. Nicht mehr mit Geld. Es gibt nur noch Tausch, wenn überhaupt. Wenn es nicht komplett verboten wäre. Also furchtbar. Das Argument der Verteidiger in einer kapitalistischen Wirtschaftsweise war immer, dass diese Form der Bedürfnisbefriedigung letztlich immer noch effizienter ist als die zentrale Planung der sozialistischen Staaten, die versucht haben, die Bedürfnisse direkt zu befriedigen, das heißt, ohne dass das Kapital im Weg steht. Heute müssen wir feststellen, es gibt noch einen dritten Ausweg. Mit unserer heutigen Technologie... Soziale Marktwirtschaft, nein, Witz, ist auch Sozialismus leid, sorry Jungs. Und dem enormen Wissen, das wir mit Hilfe von Algorithmen und Datensammlung herstellen konnten, lässt sich eine Produktionsweise vorstellen, die ohne zentrale Planung auskommt und dennoch die Bedürfnisse der... Ja, also wir haben einen zentralisierten Katalog, wo alle ihre Bedürfnisse eintragen, aber das ist keine zentrale Planung. Das ist ein dritter Weg. ...der Menschen in ihren Mittelpunkt stellt. Okay, das war's. Ja, also der Typ hat im Prinzip gerade ein Tutorial gemacht, wie man einen richtig coolen Überwachungsstaat aufziehen kann. Also das ist vollkommen absurd. Man überlege alleine, so du hast einen Musiker, so und der kriegt dann dieses Grundeinkommen, was er da beschreibt, von der Kooperative. So und jetzt sagen die ja, seine Musik, die hat aber keinen Wert für die sozialistische Gesellschaft. Ja, dann kriegt er kein Grundeinkommen. Auch wenn Leute das gut finden, aber die Kooperative nicht. Und dass diese Kooperative aus den Leuten bestehen, also machen wir uns nichts vor, das ist halt nicht der Fall, ja. Entweder die Kooperative besteht aus den Leuten, dann haben die nichts zu melden, oder die Kooperative bildet eine machthungrige, böse Politikerklasse, wie wir es schon so oft hatten. Wir hatten es in der Sowjetunion, wir hatten es in Kambodscha, wir hatten es in China, wir haben es so oft gehabt und die checken das einfach nicht. Das ist einfach Farm der Tiere, weil du kannst nette Leute nehmen, aber wenn du die in die Machtposition packst, ja, dann werden die halt so machthungrigen Leuten. Und das wird immer so laufen und deshalb sollte man das nicht tun, ja. Ich sag auch nicht, oh, wählt jetzt hier einen Libertären oder so als Bundeskanzler. Nein, ja, das sind dann hier die Leute, die so schreiben, so, oh, Markus Krall for President oder so. Nein, weil es ist sehr wahrscheinlich, dass er dann auch wieder komische Dinge abzieht. Und ich finde es so krass, dass er das einfach nicht versteht, dass das ist auch wieder nur 0815 Sozialismus, nur halt am Rechner, da digital, oh, Datenbank, oh, wir haben Algorithmen. Ja, scheiß auf deine Algorithmen, Mann. Angebot und Nachfrage ist das Einzige, was funktioniert. Das Kapital steht nicht im Weg, das ist ein richtig gutes Konzept. So, ja, es gibt Ungleichheit, aber Menschen sind auch ungleich. So, sie arbeiten ungleich, sie haben ungleiche Bedürfnisse, manche sind schlauer, manche sind nicht schlauer, manche sind sportlicher, manche sind nicht so sportlich, so, und das ist auch alles vollkommen normal. Es gibt arme Menschen, es gibt reiche Menschen. Und dann das Ding ist, warum Leute Sozialisten werden, ist, oft,
Es ist einfach nur so, ja, Altenpfleger oder so arbeiten hart und die kriegen zu wenig Geld. So, und würden die Altenpfleger jetzt einfach das dreifache Gehalt kriegen, dann wären die alle leise. So, dann würden die einfach sagen, ja, Politik interessiert mich gar nicht. Das alleine hätten wir schon gelöst, wenn wir einfach den Staat runterfahren würden, am besten auf null. Die ganzen Sachen privat machen, wir können alles privat machen, wir können das Rechtssystem privat machen, wir können Sicherheit privat machen. Ja, was er hier vorschlägt, führt absolut in eine Totalkatastrophe. Dazu einfach mal von George Orwell 1984 lesen, Farm der Tiere lesen und dann ist das Thema gegessen. Ja, dann weiß man ganz genau, wenn einer sowas vorschlägt, nein, das ist kein dritter Weg, das ist einfach nur alter Wein in neuen Schläuchen. Das ist wieder genau dasselbe. Und ja, ich glaube auch, der hat jetzt gute Absichten, der macht jetzt hier nicht so den machthungrigen Eindruck, aber es funktioniert nicht. Und noch jetzt hier abschließend zu seinem Titel, wie der Sozialismus heute funktionieren könnte. Der Sozialismus hat damals nicht funktioniert, funktioniert heute nicht und er wird auch in Zukunft niemals funktionieren, weil er einfach ein komplett unmenschliches Konzept ist. Angebot und Nachfrage ist ein humanes Konzept. Es ist den Bedürfnissen der Menschen entsprechend. Und die Sachen, die dann von den Sozialisten kritisiert werden, wie ja, aber da verhungern doch Kinder in Afrika und da wurde Wasser privatisiert und so weiter, da mache ich Videos zu. Es handelt sich dabei nicht um Kapitalismus, sondern immer um irgendwelche staatlichen Geschichten, teilweise auch mit Konzernen. Ich sage nicht, alle Konzerne sind gut, aber diese Konzerne gehen dann halt zum Staat, holen sich Sonderrechten, Lizenzen, irgendwelche Klauseln, bla bla bla, benutzen das staatliche Militär für sich, sozusagen als monopolisierte Privatarmee. Und damit machen sie dann halt diesen ganzen Blödsinn. Und unser Ziel muss es sein, den Staat loszuwerden für eine humane, kapitalistische Gesellschaft mit Privateigentum und Freiheit. Und ja, das war es jetzt hier zu diesem Video. Wenn ihr noch irgendwas Tolles habt, so für Reactions, könnt ihr mir das gerne schicken. Ich gucke mir dann die erste Minute so an und entscheide dann, ob das interessant ist oder nicht. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Könnt mir gerne Comments da lassen, wie ihr das fandet. Und ich hoffe, wir sehen uns bald bei einem anderen von meinen Videos wieder. Ciao. Es könnte sein, dass ich euch da draußen weiter auf den Sack gehe in irgendeiner Form.